und herzlich willkommen zu einem neuen Teil für Prime Commander Forge Alliance von mir, Oxys. Und in diesem Teil werde ich anfangen mit den ersten Kampfgrundlagen des Spiels, also im Gefecht. Ich habe mich dazu jetzt entschieden, dass ich jetzt doch das Tutorial spiele. Natürlich ist das vergleichsweise zeitaufwendig, aber es ist weitaus weniger zu erklären. Das erklärt sich fast von selbst. Ich werde es natürlich ein bisschen schneller durchspielen, als es geplant ist, weil ich es natürlich schon kenne. Und beginnen wir hier gleich mit dem Tutorial. Und der Ladebildschirm, den es vor jeder Map gibt, mit der Farbe der Fraktion, die man jeweils spielt. Immer die Animation leicht geändert. So, und dann lädt er die Mission. Das ist eine einfache Mission. Lauschen wir unserem freundlichen... Hören Sie zu, Colonel. In dieser Ausbildung erfahren Sie alles rund um Ihre gepanzerte Kommandoeinheit ACU, einschließlich des Baus und Einsatzes von Bauwerken und Einheiten. Sie müssen diese Ausbildung so schnell wie möglich absolvieren, da der Orden und seine Alien-Freunde uns ordentlich zusetzen. Passen Sie also gut auf. Als erstes lernen Sie, wie Sie auf dem Schlachtfeld navigieren können. Mit Ihrer ACU können Sie das gesamte Schlachtfeld überschauen und auch noch rein- und rauszoomen. Benutzen Sie das Mausrad oder die Tasten Q und W zum Zoomen. Anschließend zoomen Sie heraus und bringen die Auftragsmarkierung ins Sichtfeld. Ja, die Sache ist ziemlich... Gut, machen wir weiter. Erstes. Es wird Zeit. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die ACU und mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Position, um ihr einen Marschbefehl zu geben. Natürlich. Wenn Sie bereit sind, bewegen Sie Ihre ACU zu der auf der Karte markierten Stelle. Ja, wir haben verstanden. Eine sehr große Herausforderung, will ich dazu sagen. Werden wir das schaffen? Unwahrscheinlich. Aber ich werde es versuchen. Und sie schafft es, sie schafft es. Los, los, los. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Gut gemacht. Ja. Ihre ACU ist ein mächtiges Waffensystem und kann feindliche Einheiten niedrigerer Stufe leicht abwehren. Um anzugreifen, müssen Sie Ihre ACU auswählen und einen Rechtsklick auf die Einheiten ausführen, die Sie zerstören möchten. Denken Sie daran, dass Ihre ACU automatisch angreift, wenn ein Feind in Reichweite kommt. Greifen Sie die Einheit an und zerstören Sie sie. Dachte ich mir schon fast, dass das jetzt kommt. Ja, eine sehr große und sehr epische Basis. Und vor allen Dingen auch nicht von den eigentlichen Feinden, den Seraphim, der bösen Fraktion, sondern von den Aeon. Warum auch immer, da die in diesem Spiel ja eigentlich Verbündete sind. Wir haben jetzt eigentlich nur die Möglichkeit anzugreifen. Wir könnten die Gebäude jetzt auch einfach verschonen. Mit den Einstellungen könnte man verhindern, dass das weiter an, dass die ACU weiter angreift. Und dann könnte man zum Beispiel das hier machen. Nee, noch nicht. Man kann es noch, also noch nicht machen. Zerstören kann man es auch noch nicht. Also ganz normal. Aber wir können die Überladung aktivieren. Mit O oder mit dem Klick. Das ist dann ein mächtiger Schuss, der uns allerdings 3000 Energie kosten wird. Wie man hier oben sehen kann dann gleich. Wenn ich ihn einsetze. Man sieht hier sonst 100er Schüsse. Ganz normal. Und jetzt ein Vorschuss. Gute Arbeit, Soldat. Aber werden Sie jetzt nicht übermütig. Och, ich bemühe mich. Mit zwei Ressourcen wird alles erschaffen und gewartet, was Sie bauen. Masse und Energie. Um eine funktionierende Ökonomie zu haben, müssen Sie eine Balance zwischen Einnahmen und Ausgaben jeder Ressource finden. Klar. Dieses HUD-Element zeigt an, wie viel Energie Sie sammeln und ausgeben, während dieses HUD-Element anzeigt, wie viel Masse Sie einnehmen. Wenn Sie mehr ausgeben, als Sie einnehmen, haben Sie ein negatives Einkommen und laufen Gefahr, dass Ihre Ökonomie zusammenbricht. Verstanden. Sie können mit Masseextraktoren auf Massevorkommen Masse gewinnen. Diese Massevorkommen werden auf Ihrem HUD als grünes Kästchen mit einem grünen X in der Mitte angezeigt. Außerdem können Sie mit Massefabrikatoren und durch Recycling an Masse kommen. Mit Recycling... Bauen Sie drei Masseextraktoren, indem Sie Ihre ACU auswählen, das Symbol des Masseextraktors in der Baubenutzeroberfläche und anschließend eines der hervorgehobenen Massevorkommen anklicken. Machen Sie das für jeden Extraktor einmal. Danke, darf ich jetzt auch wieder? Nein, natürlich nicht. Wenn das Tutorial eigentlich so einschränkend wäre, wäre die Mission schon längst erledigt. Nun ja, wir haben jetzt unser erstes Gebäude bekommen. Den Massextraktor, das wichtigste Stadtgebäude eigentlich. Mit dem, also Recyceln ist gemeint, dass man zum Beispiel mit diesem Symbol hier
mit der Funktion Gewinnen Bäume abbauen kann, um dann Masse zu erhalten. Er wird dann kurz abgebaut und dann gibt es hier einen kurzen Energieschub. Der ist natürlich nur von kurzer Dauer, aber wir bauen jetzt einfach. Normalerweise baut man einfach per Klick auf Klick. Oder wenn man eben Kurzlasten hat, kann man die eigenen Gebäude sich gleich holen. Man kann auch eine Auftragskette erstellen, die jetzt hier in dem Tutorial nicht gezeigt wird, mit der man dann die Aktion sehen kann und dann eine Auftragskette erstellen kann, die die ACU dann also abarbeitet. Ist auch wieder eine schwere Mission. Unser Massevorkommen steigt, unsere Energie zu plus sinkt, da die Energie Massextraktoren zwar ein bisschen Masse produzieren, aber allerdings auch ein bisschen Energie kosten. Und das aktuelle Plus, unser einziges Einkommen an Energie, ist momentan von der SE. Sie sammeln jetzt Masse. Ja, dachte ich mir schon beinahe. Energie gewinnen Sie durch den Einsatz von Energiegeneratoren. Anders als Masseextraktoren gibt es sie in drei Varianten und sie können überall auf der Karte aufgestellt werden. Durchaus. Bauen Sie zwei Energiegeneratoren, indem Sie Ihre ACU auswählen, das Symbol für den Energiegenerator in der Baubenutzeroberfläche und anschließend eine freie Fläche auf dem Boden anklicken. Gut zu wissen. Pläne für Einheit heruntergeladen. Ja, man kann die natürlich jetzt überall hinsetzen. Also wir haben das gesamte Gebiet dieser Karte zur Verfügung. Das ist natürlich nur ein Ausschnitt der Karte, der wird auch erweitert mit einem Teil der Mission. Man könnte die jetzt wahllos hinsetzen, allerdings, was jetzt nicht wichtig ist, man könnte die auch einfach effektiv setzen und sie an Massereaktoren setzen. Die verbrauchen jetzt 2 Energie und diese Generatoren werden 20 produzieren. Also werden wir hier gleich ein plus 30 haben, wenn nicht gebaut wird. Und wir haben jetzt hier eine Energieversorgung, die zeigt an, dass die Gebäude miteinander verbunden sind. Und unser Massextraktor hat dann nur noch eine minus 1 Energie, weil der Nähebonus... Durch den Betrieb dieser Generatoren erhalten Sie einen ständigen Energiestrom. Ja, dachte ich mir. Okay, beginnen wir eine Armee zu bauen. Mit Fabriken kann man Techniker und taktische Einheiten wie Panzer, Bomber und U-Boote herstellen. Bauen Sie eine Landfabrik. Ja. Pläne heruntergeladen. Die dürfen wir auch nicht überall bauen, die sollen wir da bauen. Und das ist auch nicht weiter schlimm. Tutorial ist sehr simpel natürlich, wie sich das gehört. Man sieht hier, die UEF hat die Baufunktion, dass die in so einem Kasten agieren. Die planen sozusagen erst das Gebäude, wird dann ein Plan aufgebaut und dann wird das dann einmal komplett durchgearbeitet und am Ende steht es dann. Das ist, jede Fraktion hat ihre eigene Bauart. Die Arian erschaffen das einfach, die Cyborg auch durch Energiestrahlen und die Seraphim, nicht die Cyborg. Gut gemacht. Jetzt können Sie anfangen, eine Armee aufzubauen. Und die Cyberon arbeiten ähnlich wie die UEF. So. Jetzt können Sie beginnen, mobile Landeinheiten zu bauen. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Fabrik und dann auf die Einheiten, die Sie bauen möchten. Für diese Übung werden Sie 2 leichte Angriffsbots und 2 leichte Artillerien bauen. Jedes Mal, wenn Sie auf das Symbol einer Einheit klicken, wird diese der Bauliste der Fabrik hinzugefügt. Pläne heruntergeladen. Eben wieder das Bau, unsere Aufgabe ist. Jetzt 2 leichte Angriffsbots und 2 leichte Artillerien zu bauen. Hier kann man auch per Shift-Klick eine 5er-Kette erstellen, was wir jetzt aber hier nicht brauchen. Wir brauchen jetzt nur 2 einzelne und 2 davon. Diese haben auch eigentlich keinen Nutzen, also da könnte man mit kämpfen, aber braucht man auch nicht. Die sind auch extrem schwach und ich persönlich baue diese Einheiten nie. Computer schwören auf diese Einheiten und tun ihr Bestes, die immer und überall zu nutzen. Naja, das sind dann die leichten Angriffsbots, 75 Leben, wenn man überlegt, der macht dann, keine Ahnung, 5-6 Schaden pro Schuss. Wenn man sich das auf eine Fabrik ansieht, oder jetzt zum Beispiel die Artillerie, die diesen gelben großen Radius Feuerreichweite hat und diesen kleinen kann sie nicht feuern, weil die Artillerie ein bisschen Abstand braucht. Gut gemacht. Jetzt haben Sie den Grundstein zu einer echten Armee gelegt. Ja, okay. Mit Kontrollgruppen können Sie eine Gruppe von Einheiten auswählen, ohne die Maus zu benutzen. Wählen Sie die gebauten Einheiten durch Ziehen mit der Maus oder linksklicken bei gedrückter Umschalttaste aus und drücken Sie Steuerung und 1. Diese Einheiten gehören jetzt zur Kontrollgruppe 1. Durch Drücken der Taste 1 können Sie jetzt alle Einheiten dieser Gruppe auswählen. So. Erstellen Sie eine Kontrollgruppe. Jetzt geht's voran. Fabriken produzieren auch Techniker, die wiederum Gebäude bauen können, auf die ihr
Ihre ACU keinen Zugriff haben. Zum Beispiel Masse- und Energiespeicher sowie Radar und Sonar. Techniker können Gebäude und Einheiten auch zurückerobern, feindliche Einheiten gefangen nehmen, beschädigte Einheiten und Gebäude reparieren und bei anderen Konstruktionen helfen. Ja, sehr informativ. Bauen Sie in der Landfabrik 2 Techniker. Pläne heruntergeladen. Das sind so eigentlich die allgemein wichtigsten Einheiten. Techniker, direkt nach der Starteinheit, FEU, der Kommandoeinheit, die auch wie ein Techniker agiert. Aber Techniker ermöglicht es eben, mit vielen Technikern kann man an 4 Orten gleichzeitig arbeiten. Kostet natürlich dann mehr Masse und Energie. Die Kleinen hätten ein bisschen größere Auswahl an Tech-1-Gebäuden, worauf ich dann auch später nochmal eingehe. Die ACU hat nur ein beschränktes Aufgabenfeld am Anfang. Sehr schön, gut gemacht. Danke. Ihre ACU und ihre Techniker können feindliche Einheiten und Bauwerke erobern. Und nichts ärgert diese Ordensschurken mehr, als zu sehen, wie ihre eigenen Einheiten gegen sie eingesetzt werden. Ein Energiegenerator wurde auf der Karte platziert. Erobern Sie ihn mit Ihren Technikern, indem Sie diese auswählen und den Energiegenerator mit der rechten Maustaste anklicken. Das wird hier gleich passieren. Also, ziemlich gut abgeschätzt, die Position. Und es gleich übernehmen. Dieser Balken, natürlich bei der ACU geht das wesentlich schneller als bei dem einen oder bei 2 Technikern. Und dieser Energiegenerator befindet sich jetzt unter Ihrer Kontrolle. Gute Arbeit. Dies ist auch die Möglichkeit, feindliche Technologie zu stehen. Wenn einer dieser verdammten Aliens auftaucht, daher sollten Sie Ihre Basis mit Verteidigungsstrukturen ausstatten. Punktverteidigungen bieten einen ordentlichen Schutz und können landbasierte Angriffe abwehren. Bauen Sie an der markierten Stelle eine Punktverteidigung.